Medienersatzdienst anstelle von Rundfunkzwangsbeitrag. In Deutschland hatte jeder Rundfunkteilnehmer bis Ende 2012 eine Rundfunkgebühr zu entrichten. Der Betrag richtete sich in seiner Höhe nach der Nutzung der angebotenen Medien. Wer lediglich sein Radio hörte, zahlte weniger, als wer daheim Fernsehen schaute. Wer weder Radio noch Fernsehen besaß, zahlte gar nichts. Seit 2013 hat jeder Haushalt einen Rundfunkbeitrag zu zahlen. Dieser richtet sich nicht nach Art und Umfang der Nutzung, sondern jeder Haushalt zahlt den gleichen Betrag, selbst wenn man weder Radio noch Fernsehen und dergleichen besitzt. Auf diesem Weg wurden allein in Deutschland im letzten Jahr ca. 8 Milliarden Euro eingetrieben. In der Schweiz, wo das Beitragssystem ähnlich läuft, belaufen sich die Zwangsabgaben auf jährlich 1,35 Milliarden Schweizer Franken. Die Proteste aus der Bevölkerung kamen postwendend, wie zum Beispiel: Warum soll ich, der ich lediglich mein Autoradio zwecks Verkehrsfunk einschalte, genauso viel bezahlen wie mein Nachbar, der von morgens bis abends vor dem Fernseher hockt? Wenn ich in ein Restaurant gehe, muss ich ja auch nicht sämtliche Menüs der Speisekarte bezahlen, sondern lediglich das von mir bestellte Essen. Alles andere wäre doch ungerecht. Dennoch lässt sich der Beitragsservice der öffentlichen Medien von jedem Haushalt, sprich jeder Wohnung, die ganze Menüpalette bezahlen. Eine Zwangsverköstigung sozusagen, wenn man beim Bild des Restaurants bleibt. Dabei handle es sich aber, laut Denkweise der öffentlichen Medien, nicht um eine Zwangsabgabe für eine nicht bestellte Dienstleistung. Vielmehr sei es der Beitrag eines jeden Haushaltes, um die Arbeit der öffentlichen Medien sicherzustellen. Schließlich bestünde ein öffentliches Interesse an Informationen, täglich aktuellen Nachrichten, Unterhaltung und dergleichen. Ähnlich wie beim Rundfunkbeitrag, wo jeder private Haushalt zur Sicherstellung der öffentlichen Medien beitragen muss, verhielt es sich bei der 1956 eingeführten Wehrpflicht. Zur Sicherstellung der Landesverteidigung, das heißt, um das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen, mussten bis 2011 alle wehrpflichtigen Männer ihren Beitrag erbringen und konnten zum Wehrdienst herangezogen werden. Wer seinen Beitrag nicht leisten wollte, musste, ähnlich wie beim Verweigern der Zahlung des Rundfunkbeitrages, mit Konsequenzen rechnen. Wer den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen ablehnte, konnte allerdings einen Ersatzdienst absolvieren, zum Beispiel im Krankenpflegebereich. Nun wäre es analog zum allgemeinen Wehrdienst doch auch für den Beitragsservice der öffentlichen Medien an der Zeit, Verweigerern des allgemeinen Rundfunkbeitrags die Möglichkeit eines Ersatzdienstes einzuräumen. Ebenfalls zum Nutzen der Allgemeinheit. Denn viele Deutsche können es längst nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren, die öffentlichen Staatsmedien mitzufinanzieren. Die zumeist einseitige Berichterstattung, die in zahlreichen Programmbeschwerden nachgewiesenen Falschmeldungen und Auslassungen sowie die massive Kriegshetze gegen verschiedene Länder lassen viele Deutsche innerlich nicht mehr zur Ruhe kommen. Im Anschluss an die Sendung finden Sie Links zu verschiedenen Sendungen, in denen wir diese Sachverhalte stichhaltig nachgewiesen haben. Für etliche sind die öffentlichen Medien daher nichts anderes als PR-Büros von Hochfinanz bzw. globalen Machtstrategen und deren Erfüllungsgehilfen aus Wirtschaft, Justiz und Politik. Diese kritischen Menschen wären sicherlich sehr gerne bereit, anstelle des Rundfunkbeitrages einen Ersatzdienst zu leisten, indem sie sich oder ihren Beitrag freien Medien ihrer Wahl zur Verfügung stellen. Auf diesem Wege könnte dem öffentlichen Interesse nach Information, aktuellen Nachrichten, Unterhaltung und dergleichen bestens nachgekommen werden. An die Stelle der häufig bemängelten medialen Gleichschaltung träte die Vielfalt unzensierter Gegenstimmen. Sicherlich wäre ein Vorstoß in diese Richtung einen Versuch wert. Doch man könnte darauf wetten, dass Politik und Staatsmedien alles tun werden, genau diesen Ersatzdienst zugunsten alternativer Medien mit allen Mitteln zu verhindern. Denn die Menschen sind inzwischen so medienmüde geworden, dass der Beitragsersatzdienst ziemlich sicher zum großen Renner werden würde und die Staatsmedien ihr angestrebtes Meinungsmonopol verlören.
Aktuell pflegen Sie dieses noch eifrigst unter dem Deckmantel des öffentlichen Interesses nach Information, Nachrichten und Unterhaltung. Doch wenn das Zwangsbeitragskorsett erstmal gelockert werden würde, hätte die Öffentlichkeit endlich Gelegenheit zu zeigen, woran sie wirklich Interesse hat. Wie angekündigt folgen jetzt Verweise auf Sendungen, in denen KlarTV konkret die Lügen der staatlichen Massenmedien aufzeigt. ARD-Programmbeschwerde wegen Nachrichtenunterdrückung zum Putsch in Brasilien. Programmbeschwerde gegen ARD wegen Nachrichtenunterdrückung zu Friedensmärschen in der Ukraine. Leitmedien manipulieren sogar Kinder mit Anti-Putin-Propaganda. Syrien. Westliche Medien bedienen sich zweifelhafter Quelle. ARD. Systematische Irreführung über den Krieg gegen Jemen. Kommt das Ende des zweiten deutschen Fernsehens? Mainstream-Medien müssen massiven Verlust an Glaubwürdigkeit eingestehen. Die Taktik der 180-Grad-Verdrehung der Medien am Beispiel des Ukraine-Konfliktes. Immer mehr Menschen haben ein kritisches Verhältnis zur Berichterstattung der Massenmedien. Auch die deutsche Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland, kurz AfD, hat eine große Not mit unsachlichen Berichterstattungen der Leitmedien. Deshalb will die AfD künftig ihre eigenen Nachrichten machen und sogar ein eigenes TV-Studio einrichten. Zitat: Solange die AfD von vielen Medien ignoriert oder mit Fake News gezielt schlecht gemacht wird, kann es nur diesen Weg geben, so AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Sollten nicht alle, die von Medien geschädigt wurden, ihre Gegenstimmen veröffentlichen? Wussten Sie, dass mittlerweile nur noch etwa 3 globale Agenturen auszumachen sind, durch die nahezu die ganze Welt mit Nachrichten gefüttert wird? Kontrolliert und nicht selten verfasst werden diese weltweiten Nachrichten gemäß Augenzeugenberichten von Udo Ulf Kotte und vielen anderen durch hohe Militärs, Geheimdienste und so weiter. Wer darum die scheinbar vielfältigen Berichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, muss zu dem Ergebnis kommen: Sie stammen immer und überall aus ein und denselben Grundaussagen. Die ständig hochgejubelte Vielfalt liegt lediglich in den unterschiedlichen Zubereitungsweisen und geschickten Umformulierungen der Journalisten in aller Welt. Die zuvor genannten 3 globalen Agenturen aber sind folgende. Erstens die amerikanische Associated Press, AP, mit weltweit über 4000 Mitarbeitern. Die AP gehört US-Medienunternehmen und hat ihre Hauptredaktion in New York. AP-Nachrichten werden von rund 12.000 Medien genutzt und erreichen dadurch täglich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Zweitens die quasi-staatliche französische Agence France-Presse, AFP, mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4.000 Mitarbeitern. Die AFP versendet pro Tag über 3.000 Meldungen und 2.500 Fotos an Medien in aller Welt. Drittens, die britische Reuters in London, die privatwirtschaftlich organisiert ist und etwas über 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun wird sich der Durchschnittsschweizer oder Deutsche sagen: Das hat ja mit unserer Presse nichts zu tun. Diese Agenturen haben ja ihren Sitz in Amerika, Frankreich und Großbritannien. Wir haben doch eine vielfältige Presse durch unsere Pressefreiheit. Doch genau darin liegt der größte Irrtum. Wer die Medienberichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, wird feststellen, dass nahezu sämtliche Medien, auch in der Schweiz und Europa, ein und dieselben Berichte abändern und veredeln, die von genau diesen 3 zuvor genannten Agenturen ausgehen. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen.
Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Schluss mit Zwangsmilliarden für einseitige Berichterstattung. Klar.tv. Klar.tv betreibt weltweit gerade 165 Film- und Tonstudios in 42 Sprachen mit einem Zuschauerradius von 212 Ländern. Das Besondere an Klar.tv: all seine aktuell 213 Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten seit Jahren ehrenamtlich für ihre Zuschauerschaft. Auch die 670 Techniker, 194 Coaches und Maskenbildner tun dasselbe. Darüber hinaus gibt es noch weitere 400 Personen, die die täglich eingehenden Klagen an klagemauer.tv verarbeiten. Diese Klar.tv-Teams produzierten in den letzten 5,5 Jahren über 8.700 professionelle Sendungen. Alles auf eigene Kosten. Wie ist so etwas möglich? Antwort: Weil Sie zugleich noch mit beiden Beinen im harten Berufsleben stehen und das dazu nötige Geld mit Ihren eigenen Händen erarbeiten. Viele von Ihnen übernahmen Teilzeitstellen, um mehr Zeit in Ihre Klar.tv-Produktionen investieren zu können. Andere produzieren die Sendungen ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie verzichten dafür regelmäßig auf Partys, Ausflüge, Luxus, Hobbys und sonstige Annehmlichkeiten. Doch dadurch sind die Mitwirker bei Klar.tv völlig unabhängig von irgendwelchen manipulativen Geldgebern oder Drahtziehern. Sie sind politisch, wirtschaftlich, religiös und so weiter völlig frei und unabhängig. Ihr einziger Lohn liegt in der Verbreitung ihrer aufwendig erarbeiteten Sendungen. Und so wurde ihre Mühe bislang belohnt. Verzeichnete www.klar.tv im Juli 2012, also in seinem Gründungsjahr, nur gerade klägliche 1.757 Besuche, so erhöhte sich der Lohn regelmäßiger Besuche zwischenzeitlich auf 9 Millionen. Doch in Wahrheit sind es noch weit mehr. 2017 wurde Klagemauer TV bereits mit über 332 Millionen Zugriffen auf dem eigenen Kanal belohnt. Ungleich mehr sind es mit all jenen zusammen, die Klar.tv regelmäßig auf ihren eigenen Portalen von YouTube bis Kabelfernsehen einbinden. All diese volksorientierten Menschen beweisen hiermit, dass man professionelle Medienarbeit ohne weiteres auch aus der eigenen Tasche finanzieren kann. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Das höre ich hier zum ersten Mal. Sehen Sie, so einseitig werden Sie durch Ihre zwangsfinanzierten Medien informiert
Und solch ähnliche unterschlagene Berichterstattungen gibt es zuhauf. Aber warum sollte Klagemauer TV das alles gratis für uns tun? Hier kommen wir zum springenden Punkt. Die einzige Antwort ist, um den Völkern Europas die Augen dafür zu öffnen, wer genau hinter diesen Massenmedien steckt, die sich mit Zwangsabgaben durch die BILAG, in Deutschland GEZ-Gebühren, finanzieren. KlarTV ist ein einziger Weck- und Notruf an die Völker. Alle KlarTV-Mitwirker handeln in Zivilcourage, weil Widerstand zur Pflicht geworden ist. In tausenden Sendungen haben sie unfassbare, den Weltfrieden gefährdende Medienlügen enthüllt. Jüngstes Beispiel? Die erneute Lügenkriegspropaganda des ZDF gegen den Iran. Landesweite Proteste. Die iranische Regierung will hart gegen Demonstranten vorgehen. Zwei Menschen sterben. Zwei Tage später musste das ZDF dann zurückrudern, weil das gezeigte Material aus dem Jahr 2009 stammte. Auch der stellvertretende Direktor der Organisation Human Rights Watch, Kenneth Roth, verbreitete via Mainstream seine Lügen gegen den Iran. Am 31. Dezember 2017 behauptete er, den Demonstranten sei es um den Rücktritt des geistlichen Führers Ayatollah Khamenei gegangen und benutze dafür dreisterweise sogar Bilder einer Demonstration für das geistliche Oberhaupt. Auch ein Bahrain-Video aus dem Jahr 2011 wurde jüngst wiederverwendet und kriegstreiberisch dem Iran zur Last gelegt. Mit der lügnerischen Behauptung, es handele sich um einen iranischen Massenprotest gegen die iranische Regierung. Solche Art Medienlügen verbreiten sich im Netz über Nacht stets wieder millionenfach wie die Pest. KlarTV verteidigt durch Aufdeckung von Medienlügen und Lügenmedien den Weltfrieden. KlarTV, die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig. Unzensiert. Studieren Sie unsere Sendungen und erkennen Sie, wie unsere gesamte sogenannte Medienvielfalt unter dem Patronat von noch drei Nachrichtenagenturen erdrosselt wurde. Selbst die drei noch verbliebenen Großagenturen werden unter dem Strich politisch und wirtschaftlich korrekt zwangsorchestriert. Das wahre Markenzeichen sogenannter Qualitätsmedien liegt ausschließlich in deren machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen. Diesen Ego-Interessen opfern sie dann auch konsequent jedes echte Volksbedürfnis. Und für solch einseitige Infoqualität bezahlt der Schweizer Bürger dann auch noch jährliche Zwangsabgaben von 1,3 Milliarden BILAG-Gebühren. Die 165 KlarTV-Studios leisten vergleichsweise mehr als die zwangsfinanzierten Massenmedien, tun dies aber zum Nulltarif. Sprich ohne 1,3 Milliarden Franken oder 8,1 Milliarden Euro jährliche Zwangsfinanzierung. Haben Sie eine Ahnung, wie viel 1,3 Milliarden Franken überhaupt sind? Das ist so viel, wie wenn Sie jeden Tag 100.000 Franken ausgeben würden und dieses ganze 36 Jahre lang. Ein Deutscher könnte anstelle der jährlichen GEZ-Gebühren sogar 222 Jahre lang jeden Tag 100.000 Euro ausgeben. Schluss mit Zwangsmilliarden für einseitige Berichterstattung.